Hallo meine Lieben, ich habe heute meine All-Time Favorites für euch und möchte euch die Produkte zeigen, die ich über die Jahre gesehen, also Jahre, aber halt über die Monate hinweg am allerbesten finde und die ich am liebsten benutze. Und das sind 5 Stück und das ist das, also das einzig Dumme an den ganzen Sachen ist, dass es teilweise relativ hochpreisig ist. Aber ich benutze halt sehr gerne hochpreisige Kosmetik. Ich weiß nicht warum. Es macht mir Spaß. Genau, ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar fange ich an mit einem Nagellack. Den habe ich auch schon erwähnt in meinen, ich weiß gar nicht, ob in mehreren Videos, aber in meinen Januar-Favoriten auf jeden Fall. Das ist Essie Bordeaux. Und in, genau, in meinem Aufbrauchen-Video. Ich will den nicht aufbrauchen, beziehungsweise der ist jetzt schon ziemlich leer. Ich krieg das nicht hin, damit mir noch die Nägel zu lackieren. Deshalb ist der jetzt leer. Ha! Und ich kaufe mir eine neue Flasche von dem und den mag ich total gerne. Ich finde den super. Und genau, das ist ein All-Time-Favorite. Der hält oft bei meinen Nägeln super und ich finde den auch recht einfach vom Auftrag. Und ich mag die Farbe halt, weil es so ein richtig, richtig dunkles Rot ist. Schon fast so ein bisschen ins Schwarz gehen sozusagen. Und der ist wunderbar. Ich finde ihn richtig toll. Ich finde, er ist zu wenig gehypt. Und er ist auch auf den Fußnägeln total schön. Also sowohl auf den Fingern als auch auf den Fußnägeln. Ich habe ihn jetzt leider nicht drauf, weil ich ihn übers Wochenende mal drauf hatte. Und da habe ich dann schon festgestellt, es wird jetzt nichts mehr mit dem Tragen von dem, weil er halt so leer ist. Und genau, aber man sieht die Farbe ja trotzdem noch. Ich bin aber froh, dass er leer ist, weil es ziemlich eklig langsam wird. Das ist eklig. Aber ja. Genau, aber Essie Bordeaux, ein sehr großes Favorite von mir und genau, sehr zu empfehlen. Als nächstes habe ich eine Wimperntusche für euch. Das ist die Maybelline Jade Falsche Wimpern Volume Express Mascara in Waterproof. Und die hat so ein geschwungenes Bürstchen, so sozusagen, also so übertrieben gesagt. Und ich benutze die seit Jahren, also wirklich, ich hatte am Anfang, als ich angefangen habe zu schminken, eine auch von Maybelline, die gab es in grün und pink, die gab es dann irgendwann nicht mehr und die habe ich auch total gerne gemocht. Und das war dann eigentlich die, die ich als nächstes gekauft habe und ich habe die jetzt echt schon zigmal nachgekauft. Ich habe die auch da überall stehen, weil ich muss die erstmal ein paar Tage, Wochen antrocknen lassen, bevor ich die richtig benutzen kann. Aber dann finde ich sie super und die ist einfach, also ich benutze mehrere Mascaras, das ist ja in meinen, also ich tusche meine Wimpern ja nicht in meinen Videos, weil ich ich muss da so richtig im Spiegel sitzen und so, deshalb ist das schwierig, das zu filmen, aber die benutze ich eigentlich immer und dann halt noch ein paar andere dazu. Und das ist, die werde ich mir auf jeden Fall immer wieder nachkaufen, weil ich die richtig toll finde. Und genau, einmal die. Dann als nächstes habe ich einen Lippenstift und zwar von Chanel. Und das ist eine, ich finde diese Verpackung so genial, weil man da so ja drauf drückt und dann zieht man den raus und dann hat man den Lippenstift. Und das ist die Farbe 114 Precious und das ist ein Nude-Ton. Ich habe Angst immer den aufzutragen, weil ich habe das Gefühl, ich würde den abbrechen. Und den sieht man hier. Ich weiß nicht, ob man ihn jetzt sieht. Das ist halt so ein bisschen nude, ein bisschen ins Rosa, aber ich finde diese Farbe wunderschön. Ich benutze den immer nicht, weil ich nicht will, dass er leer geht. Aber jetzt halt, ich habe ihn auch auf den Lippen, aber ich glaube, das sieht man nicht so gut. Und ich finde den wunderschön. Ich mag den sehr gerne. Es war zwar teurer, ich habe ihn im Duty Free gekauft. Das ist ja ein bisschen billiger. Ich habe ihn jetzt schon so oft benutzt. Also ich habe das Chanel-Logo, was hier eingraviert ist, schon erreicht und halb aufgebraucht. Und ich finde diese Verpackung einfach auch total toll. Ich will mir noch mehr aus dieser Linie kaufen, weil ich mag das sehr, sehr, sehr gerne. Sehr schöne Verpackung. Und genau, das ist auch ein großer Favorit von mir und den werde ich mir auch, wenn er leer ist, glaube ich, auf jeden Fall nachkaufen, obwohl das viel Geld ist und ja, aber wunderschöne Farbe und vom Auftrag, vom Halt und alles Mögliche finde ich den wunderbar und es macht Spaß mit denen zu spielen. Und als nächstes und als nächstes und letztes habe ich zwei MAC-Produkte und einmal habe ich von MAC den Soft and Gentle Highlighter, den man ja öfters sieht.
auf YouTube und auch woanders. Und ich benutze den sehr gerne, weil ich, wie ich schon ab und schon mal erwähnt habe, gerne, gerne glitzer. Und der ist jetzt hier aufgetragen. Aber man kennt ihn ja. Also, den haben ja viele benutzt. Ich habe den auch gar nicht so lange. Ich habe den jetzt vielleicht ein halbes Jahr. Und ich benutze ihn aber wirklich gerne. Ich gebe den dann über mein ganzes Gesicht, damit ich überall glitzer, weil ich das total toll finde. Und wenn der leer ist, werde ich mir den bestimmt auch nachkaufen. Ich mag MAC-Produkte schon eigentlich ziemlich gerne. Wobei ich den Hype darum... Also ich kann ihn schon verstehen, aber ich folge ihm nicht so sehr. Also ich meine, ich kaufe mir auch MAC-Produkte, ist ja klar, sonst hätte ich jetzt keine hier. Aber ich finde so Chanel-Sachen zum Beispiel sind für mich, weiß ich nicht, noch ein bisschen mehr. Also ich würde mir eher was von Chanel kaufen als von MAC. Aber ich kaufe eigentlich das, was mir gefällt. Und ja, genau. Deshalb weiß ich nicht, verstehe ich den Hype. Natürlich sind die Verpackungen hübsch und keine Ahnung, was weiß ich. Aber, und das ist natürlich auch nicht schlecht, das Zeug, aber keine Ahnung. Aber das mag ich sehr, sehr gerne. Und das ist eigentlich total doof. Ich habe zwei in meinen Top 5 Produkte, zwei Produkte von meinen Top 5 Produkten von MAC. Und ich sage, ich verstehe den Hype nicht darum. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich als letztes noch ein Plush, ebenfalls von MAC. Und das ist die Farbe Mocha und den habe ich mir damals in New York kaufen wollen. Ich habe ihn nicht bekommen, weil er da ausfällt. Also ich bin da hingegangen, habe gesagt, ich möchte mir gerne einen Plush kaufen. Welchen würden Sie mir denn empfehlen? Und dann hat sie mir den rausgesucht. Ich fand ihn wunderschön. Ich trage das Plush gerade. Und dann hat sie den auch aufgetragen und keine Ahnung, ich wollte ihn unbedingt haben. Oh, hat sie nachgeguckt und dann gibt sie nicht. Ich dachte mir, was macht denn die Frau? Die will mir einen Plush verkaufen, sagt, diese Farbe würde unglaublich gut zu mir passen und dann gibt sie nicht. Dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen und habe mir trotzdem gekauft in Deutschland dann und bei Douglas bestellt, weil ich ja wusste, ich mag die Farbe. Und das ist diese Farbe, das Rosane hier. Und wenn man es nicht ganz so extrem also ich habe es jetzt drei Schichten, glaube ich. Aber wenn man die Schichten nicht so extrem macht, ich mache mal auch hier. Dann ist es relativ rosa. Ich finde diese Farbe, je nachdem wie stark man es aufgibt, total schön. Ich mag es sehr, sehr gerne. Und es ist halt, es kann sozusagen ein ganz leichter, dezenter Ton, rosa Ton sein. Oder aber auch ein sehr starkes Rosa, wie man halt hier sieht. Ne? Und ich finde ihn sehr, sehr schön. Ich mag ihn sehr gerne. Deshalb ist er auch in meinen Favorites. Und das war halt mal auch mein erster Blush, glaube ich. Von mir gerade habe ich. Ich glaube, es war mein erster Blush von MAC und ich bin froh, ihn zu haben. Ich mag ihn gerne. Ich benutze ihn total gerne zusammen mit Breath of Plum. Das ist mein anderer MAC Blush. Ich habe nur zwei. Wobei ich mir einen dritten gekauft habe. Ich habe drei. Ich habe mir einen dritten gekauft nach meiner Prüfung. Und genau. Mit Breath of Plum benutze ich den sehr gerne. Ich finde die Farbkombi total schick. Und fünftes Produkt. Ich habe. Egal. Ein fünftes Produkt, was ein All-Time-Favorite ist, das ich immer wieder auch nachkaufen würde, wenn es irgendwann mal leer geht, was ich nicht glaube, dass es jemals leer geht. So Plush halten auch ewig. So, das war's jetzt schon mit meinen Top 5 All-Time-Favorites, keine Ahnung, was weiß ich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn, dann lasst mir ein Like, einen Daumen nach oben. Oh Gott, ich bin gerade total raus, weil das ganze Wochenende war ich weg und habe die ganze Zeit auch nur gegessen und nichts gemacht und deshalb bin ich ein bisschen weg, ein bisschen durcheinander. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal, ich würde mich sehr, sehr freuen und übermorgen kommt ein Beauty Haul online, was ich so in den letzten Tagen, also am Donnerstag gekauft habe, beziehungsweise ich gehe morgen nochmal in die Stadt und guckt nochmal nach und der kommt dann online und ich hoffe, ihr guckt euch den an und ich verlinke euch meine letzten zwei Videos auch nochmal in der Infobox, mein Fashion Haul, wo ich meine Klamotten gezeigt habe, die ich in den letzten Wochen gekauft habe und meinen Valentine's Day Look, wobei jetzt ja Valentine's Day over ist. Ich bin zu englisch, egal. Verlinke ich euch nochmal in der
Infobox, oh Gott. Und dann auch noch mein Blog und mein Instagram-Account. Schaut doch da auch mal vorbei. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal.